so richtig realisiert, dass jetzt vorbei ist, habe ich irgendwie, glaube ich, noch nicht. Gut, für mich geht es jetzt heim, zusammen mit dem Paddy, mit dem Marki, mit dem Baal, mit dem Micke. Ja, als wir dann in Udine waren, Tag 7, die anderen haben ja nur die halbe Transalp gemacht. Hieß dann von Peter und mich noch auf nach Bibione. 60 Kilometer auf italienischem Asphalt in der absoluten Hitze dahin schmelzen. So, Tag 7 und die letzten beiden Überlebenden ziehen weiter bis ans Meer. So ist es. Und ziehen für das Team, für die Ehre, ziehen wir das jetzt durch. Ja, bis Mann. Ans Meer, Mann. Ja. Wir pushen uns da jetzt durch die Hitze, es Mann. Es hat 40 Grad, es ist 15.30 Uhr. Ja, und wir schrauben uns jetzt da runter. Es kann losgehen, ey. Yes. Ja, Mann. Hey. Komm, ey. Auf geht's. Ciao, Jungs. Ciao, Jungs. Auf rein. Viel Spaß. Mountainbike-Fahrt startet. Let's go! Hey! Hey, amigos! Verabschiedung von der Crew. Und dann ging es für die zwei absoluten Top-Athleten ging's noch weiter ans Meer. Letzte Etappe, 60 Kilometer. Es war verdammt heiß. Also wirklich. Es hat runtergebrannt, 40 Grad. Wir sind erst um 3:30 nachmittags losgefahren. Es war teilweise echt mental schwierig dann nochmal, weil die ganze Gruppe war eigentlich schon weg. Die hatten schon gefeiert, Transalp fertig. Aber nee, ist noch nicht fertig. Die zwischendurch Abfrischung am Brunnen wäre mal, glaube ich, dahin geschmolzen. Also es war wirklich, wirklich tough. Ah, letzte Pause jetzt. Und dann ziehen wir es auf italienischem Asphalt nochmal durch. In der Hitze. Ans Meer. Yeah! Und dann landschaftlich natürlich auch nicht mehr sonderlich spektakulär. Man wollte es einfach nur noch hinter sich bringen. Dann die Sonne hat sich immer mehr dem Horizont genähert, das Licht ist gelblicher geworden und die Sieger sind eingefahren nach Bibione und ans Meer. Es war einfach der Wahnsinn. Am Meer einzurollen, das ist einfach so eine Genugtuung. Also wirklich, das ist dann so ein richtiger Stolz und Zufriedenheit, die dann aufkommt. Und diese ganze Arbeit war es auf einmal wert. Ich wollte schon immer mal eine Transalp machen. Vielleicht nicht in dem Jahr, aber da dachten wir, komm, jetzt muss es sein, so eine Hammertruppe, das geht jetzt schon. Und vom Chiemsee bis ans Meer zu fahren, also war für mich schon persönlich ein Highlight. Jetzt sind wir hier nach 7 Tagen am Meer eingerollt. Ein Wahnsinnsprojekt. Also das war für mich wirklich das Herzensprojekt, seitdem ich anfange, so ein bisschen Filme zu machen. Weil mit meinen besten Freunden zusammen auf Tour zu gehen über mehrere Tage und sich da über die Alpen zu schrauben, das ist für mich wirklich so eine absolute Traumkonstellation. Und
bin so, so happy, wie das funktioniert hat. Bin wahnsinnig stolz aufs Team. Haben es alle so geil gemacht. Die Stimmung war durchweg absolut genial. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen, außer natürlich, dass es mich ein bisschen zerbröselt hat die letzten Tage. Ich musste mich ein bisschen mit Ibu durchbeißen, aber jetzt geht es tatsächlich wieder ein bisschen besser und jetzt kann man hier nochmal einen Tag am Meer genießen. Deswegen nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren. War echt eine hammerrunde Sache, hat super Bock gemacht. Und ja, bis zum nächsten Jahr. So, liebe Freunde, die Transalp-Serie geht leider schon zu Ende. Ich wollte auf dem Weg nochmal vielen Dank sagen an alle, die das Projekt so gefeiert haben. Mich riesig gefreut über den Andrang, über die Nachfrage, über euer Feedback. Großen Dank dafür. Um das Projekt noch abzurunden, habe ich jedem aus dem Team 3 Fragen gestellt. Einmal ihr persönliches Fazit, ihren persönlichen Höhepunkt und ihren körperlich oder emotional schwersten Moment zu beschreiben auf der Transalp. Und das Video dazu wird es wie gewohnt in 2 Tagen um 18 Uhr auf dem Kanal hier geben. Und ich glaube, damit ist das Projekt dann wirklich wunderbar abgerundet. Wer die Episoden genauso gefeiert hat wie ich, kann das Projekt ganz einfach unterstützen, kostenlos und aufwandslos, indem ihr einfach jedem Video einen Daumen da lasst, meinen Kanal abonniert und einen Kommentar hinterlasst. Weil das Ganze suggeriert dem YouTube-Algorithmus, dass es wohl ganz interessant ist und schlägt es noch weiteren Leuten vor. Und damit helft ihr mir dann enorm weiter. Dementsprechend einfach einmal kurz Daumen hoch, abonnieren und kommentieren. Damit helft ihr mir unheimlich. Abschließend zu dem Video hier noch ein paar Infos für diejenigen, die selbst gerne in Transalp fahren würden. Wir haben unter jedem Video einen Link zur GPS-Route verlinkt auf Komoot. Damit könnt ihr einfach die Touren wunderbar nachfahren, wen es interessiert. Außerdem ist unsere komplette Packliste ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Damit seht ihr, was wir alles dabei hatten und könnt es euch bei Bedarf sogar selbst kaufen. Das war's auch schon. Ich danke euch vielmals fürs Anschauen und für dieses hammergeile Feedback von euch. Und ich grüße euch aus meiner Wahlheimat hier in Südtirol und wir sehen uns am Samstag um 18 Uhr. Bis dann. Ciao, ciao. Mein persönliches Fazit. Ja, Fazit. Fazit. Also Schlussfazit. Ja, Transalp 22. Taste, Teilstück für mich definitiv. Es gab viele Highlights. Mit Abstand anspruchsvollste Moment war eigentlich... Ja. Der schönste Moment, ganz klar vor Augen, das war ein... Highlight für mich. Schwerster Moment war für mich... Das war wirklich tough, ja.